Ö1 Podcast. Ich würde jetzt einen Vogel reinholen. Der Vogel heißt Figaro. Und der ist der erste Vogel, der bei uns angefangen hat, Werkzeuge zu benutzen und selber zu bauen. Und damit haben wir gar nicht gerechnet. Das ist von selber losgegangen. Er hat angefangen, Werkzeuge aus Volierenmaterial zu bauen. Und dieser Vogel ist immer noch einer der Besten. Und wenn ich einen Vorzeiger will, dann hole ich meistens ihn rein. Er ist quasi der Steve Jobs unter den Kakadus. Der Steve Jobs und er hat auch Star-Allüren. Versuch und Irrtum. Hm. Der Ö1 Original-Podcast von Ruth Hutsteiner und Irmi Wutscher. Eine Kooperation mit dem Wissenschaftsfonds FWF. Du, Irmi? Mhm. Ja, Ruth. Magst du eigentlich Vögel? Naja, so von der Ferne betrachtet finde ich sie schon schön. Und auch wenn sie fliegen oder wenn es so elegante große Vögel sind. Jetzt so ganz eng auf Tuchfühlung muss ich nicht unbedingt mit ihnen gehen. Was wirklich jetzt? Aber na? In dieser Folge sind wir den Vögeln ziemlich nah gekommen. Mhm. Ich habe aber nicht gemerkt, dass du dich sehr unwohl fühlst. Du hast es gut überspielt, muss ich sagen. Ich musste mich so zusammenreißen. Ich habe mir gedacht, das wäre total unprofessionell, wenn ich sage, das stimmt. ja, liebe Leute, wir hoffen, ihr mögt Vögel, denn ja, wie ihr schon bemerkt habt, in dieser Folge kommen sehr viele vor. Hallo und herzlich willkommen zur 8. und somit vorerst letzten Folge von unserer kleinen Podcast-Miniserie Versuch und Irrtum. Ja, leider. Die letzte. Ich bin Irmi Wutscher. Mein Name ist Ruth Hutsteiner und wir haben uns für den Schluss immerhin was ganz Besonderes aufgehoben. Mhm. Wir haben nämlich die Verhaltensbiologin Alice Auersperg im Spätsommer in ihrem Kakadu-Labor in Niederösterreich besucht. Also hallo, ich bin Alice Auersperg. Ich bin Kognitionsbiologin, das heißt, ich interessiere mich dafür, wie Tiere denken. Und ich arbeite mit verschiedenen Tierarten, mit Affen, am menschlichen Kindern und hauptsächlich mit Papageien. Da habe ich auch ein eigenes Labor. Und wir schauen uns an, wie die Tiere Lösungen zu technischen Problemen erfinden. Vielleicht fragt ihr euch jetzt gerade, was für ein technisches Problem hat denn bitte ein Kakadu? Muss es seinen Computer neu aufsetzen oder wie? Nein, natürlich nicht. Was für ein Witz. Es geht darum, dass sie komplexe Hindernisse überwinden müssen, um zum Beispiel zu einem Leckerli zu kommen. Damit will sie nicht nur testen, wie schlau die Tiere sind, das wäre ja alleine schon spannend genug, sondern sie will vor allem was darüber herausfinden, wie sich das menschliche Denken im Laufe der Evolution entwickelt hat, also ziemliche Kurve von den Vögeln. Ja, da haben wir viel vor in dieser Folge. Deshalb schauen wir jetzt gleich mal rein ins Vogellabor und schauen uns mal an, was dort so gemacht wird. Hallo. Ah. Hallo. Bitte schön, komm rein. Das Kakadu-Labor befindet sich in einer sehr großen Holzscheune und gleich hinter der Eingangstür, durch die wir gerade durchgegangen sind, ist ein kleiner Raum, wo die Tests mit den Vögeln gemacht werden. Mhm. Da stehen angeknapperte Sessel und Tische herum und verschiedenste Utensilien, Schachteln und so weiter. Es schaut ein bisschen aus wie ein kleines Klassenzimmer. Die Vögel sind da noch nicht drinnen, die befinden sich nämlich gleich nebenan, hinter einer sehr großen Schiebetür in ihre Voliere. Also man kann sich das so vorstellen, dieser ganze große Scheunenraum ist offen und der gehört nur den Vögeln. Da können sie drin herumfliegen und spielen oder was sie halt sonst da machen. Genau. Und da ist auch Figaro, der innovativste unter den Kakadus. Und den holt Alice jetzt, um uns zu zeigen, was er kann. Gut, schauen wir mal, ob er nicht ewig ist oder nicht. Ja, wie es aber so ist mit einer Klasse übermotivierter Schüler, wollten dann irgendwie alle gleichzeitig zeigen, was sie so drauf haben. Genau, wie Alice mit dem Figaro zurückgekommen ist, haben gleich 4 andere Vögel auch die Chance ergriffen
um hineinzufliegen. Und dann war ein bisschen Chaos in diesem kleinen Klassenzimmer. Die Vögel, sie lieben deine Haube. Ich habe einen Vogel auf meinem Kopf. Ja, wie gesagt, Vögel auf mir drauf. Das musst du geliebt haben. Es war nicht ganz toll für mich. Ich war so froh, dass ich eine Haube auf hatte. Sie hat ja aber nicht viel geholfen eigentlich. Ja. Aber es hat ja nicht lange gedauert und dann war auch einer auf deinem Kopf. Das stimmt, aber ich muss sagen, ich fand es ganz angenehm, weil ich finde, dass die Krallen von denen so sind wie diese Kopfmassagegeräte, diese mit diesen Antennen, wo man so Gänsehaut bekommt. Und sie sind auch ganz, also sie krallen sich nicht fest, sondern sind so ganz zaghaft und eben massieren so mit ihren Krallen deinen Kopf. Ja, Alice und ihre Kollegin Katrin, die da auch dabei war und die wir gehört haben gerade, haben die Vögel dann aber zum Schluss mit Rufen und Rascheln wieder hinter die Schiebetür getrieben. Und dann, ja, hieß es Bühne frei für Figaro. Bevor wir es uns jetzt anhören, beschreiben wir kurz, wie der Versuch genau funktioniert. Also Alice hat dafür eine Nuss in einen Käfig gelegt, sodass Figaro sie nicht mit den Krallen oder seinem Schnabel erreichen kann. Und dann war vor dem Käfig noch eine große Scheibe Karton. Mhm. Ja, Auftritt Figaro. Auf den Stuhl. Fein, Figaro. Jetzt zeigen wir ihm das mal, dass er ein Nüsschen ist. Nüsschen, das Wort kennen wir. Auf den Stuhl, hopp. Gut. Und los geht's. Also Figaro ist von seinem Sessel auf die Tischplatte gehüpft und hat sich die Nuss im Käfig eigentlich nur so kurz angeschaut von der Seite und dann hat er gleich begonnen, mit seinem Schnabel so einen dünnen Streifen aus dem Karton rauszubeißen. Mit dem Streifen ist er dann zum Käfig gehopst und hat sich die Nuss rausgeholt, indem er sie mit diesem Kartonstäbchen immer so rausgefischt hat. Ja, es war wirklich beeindruckend, dass er den Stab genau so lange abgeknabbert hat, wie er sein muss, damit er die Nuss erreicht. Also er war nicht zu kurz, auch nicht zu lang, so dass es irgendwie spießt in dem Käfig, sondern es war wirklich genau so lang, wie es sein musste. Ja, das nenne ich mal beeindruckendes Augenmaß. Nachdem Figaro sein beeindruckendes Talent mit dem Karton bewiesen hatte, hatte Liz ihn dann wieder in die Volière geschickt und sie hat einen anderen Kakadu namens Muppet geholt. Der soll uns zeigen, dass die Vögel auch komplexe Probleme in mehreren Schritten lösen können. Muppet! Muppet! Ja, Muppet ist angeflogen und mit ihm natürlich auch wieder ein Schwung anderer Kollegen, die alle wieder zur Party wollten und uns eine Kopfmassage verpasst haben. Aber es ist schon lustig, dass sie so neugierig sind, die Vögel. Es war ja dann auch noch, wie alle schon weg waren und Muppet noch da, hat man immer wieder unter der Schiebetür durch so einen kleinen weißen Kakadu-Kopf durch und so mit einem Auge so hervorspechteln gesehen. Stimmt, ja. Das war so lustig. Das war wirklich witzig. Ja, aber zum Schluss war nur mehr Muppet da und war dann auch bereit für das Experiment. Und das hat so ausgesehen, Alice hat in ein Holzkästchen mit Fenster eine Nuss gelegt, damit die zu sehen ist. Und sie hat diese durchsichtige Türe mit vielen unterschiedlichen Schlössern versperrt, die sich gegenseitig blockieren. Wir können uns das jetzt bei Muppet hier einmal anschauen. Mhm. Auf den Stuhl gehen. Ich zeige es dir jetzt kurz. Eine Belohnung, ja? So, los geht's. Ja, fein. Also Muppet schaut jetzt mal vorsichtshalber unter dem Tisch, dass da nichts Böses drunter ist. Das kann ja sein, Wenn fremde Leute da sind. Man kann ja nie wissen. Absolut. Weil bevor man etwas macht, wo man sich sehr konzentrieren muss, muss man die Umgebung sichern. Mhm. Und jetzt kann er sich beschäftigen damit. Jetzt hat er das erste Teil geöffnet. Das war ein kleiner Splint, den er rausgezogen hat aus einer Schraube, die Schraube blockiert hat. Jetzt kann er die Schraube mit seinem Schnabel aufdrehen. Ja,
Jetzt hat er die Schraube befreit und kann jetzt einen Bolzen nach oben heben, der vorher die Schraube blockiert hat. Diesen Bolzen hat er jetzt raus und die Nase von dem Bolzen ist in einem Art Rad gesteckt, das er jetzt wie ein T-Bar in Linie bringen muss, um es herausziehen zu können aus der Box. Auch das hat er jetzt geschafft. Jetzt ist nur noch ein Riegel übrig, der die Tür blockiert. Und jetzt können wir ihm die Belohnung geben. Das war wirklich, wirklich cool. Muppet hat 5 unterschiedliche Schlossmechanismen nacheinander geknackt, bis das letzte offen war. Und dann hat er sich natürlich zur Belohnung die Nuss gekrallt. Das Nüsschen. Das Nüsschen. Es ist aber kein Trick, der den Vögeln da antrainiert wurde. Sie sind schon selbst auf die Lösung gekommen, dass man eben ein Schloss nach dem anderen öffnen muss, um letztlich die Tür zur Nuss zu öffnen. Was spannend ist, ist, dass sie hier ziemlich flexibel sind. Alice hat dann in einem zweiten Durchgang ein Schloss in der Mitte rausgegeben und Muppet hat nicht wieder beim ersten Schloss begonnen, was ja sinnlos wäre, sondern direkt nach der Lücke, eins nach dem anderen geöffnet und ist so wieder zur Nuss gekommen. I think it's kind of cool. Okay, was das jetzt aber bedeutet, dass die Kakadus Werkzeuge benutzen und sogar basteln können und noch viel wichtiger, was das jetzt mit der Evolution, also mit der Entwicklung von Tieren und auch von uns Menschen zu tun hat, das besprechen wir aber jetzt dann lieber draußen in der Wiese. Ja, so schön Kopfmassagen von Kakadus auch sind. Wir noch zu. Wir müssen immer schleusen, damit wir ja nicht einen Vogel hier im Testcompartment haben, wenn wir hier die Tür aufmachen. Klar. Ciao, viel Spaß noch und danke. Ja, vielen Dank. Was bei Alice Auersperg wirklich interessant ist, sie war die erste Kognitionsbiologin, die ihr eigenes Labor mit Papageien aufgebaut hat, genauer gesagt mit Goffin-Kakadus. Und das sind Papageien, die von einer kleinen Insel in der Nähe von Indonesien stammen. Affen waren natürlich die ersten Tiere, mit denen wir angefangen haben, Kognitionsforschung zu machen und intensiv zumindest, weil wir natürlich Intelligenz am ehesten in etwas vermuten, was mit uns nahe verwandt ist. Wir sind natürlich auch eine eitle Spezies. Inzwischen wissen wir auch von der Neurobiologie so viel mehr über, wie das Gehirn von Vögeln aufgebaut ist. Früher hat man ja gedacht, dass sie nicht einmal einen Kortex haben. Heute wissen sie, dass sie ähnliche neurophysiologische Strukturen haben. Und dann wurde sehr viel mit Corviden geforscht und Papageien waren, als ich mein PhD angefangen habe, gerade ein Fach, das im Kommen war. Und ich habe meinen PhD mit einer anderen Papageienart gemacht. Das waren die Kias, neuseeländische Bergpapageien, und habe angefangen, mich umzuschauen und zu interessieren, was für andere Papageienarten auch interessant sein könnten, um technisches Problemlösen zu untersuchen. Und dabei sind mir Kakadus besonders aufgefallen. Man könnte sagen, Kakadus sind die Orang-Utans der Papageien. Mhm. Weil wenn sie ein technisches Problem haben, dann müssen sie das einfach untersuchen. Sie müssen jedes kleine Fitzelchen an etwas, was sie neu haben, jedes Schräubchen und jedes kleine Teil einfach anfassen und schauen, wie es sich bewegen kann. Also sie haben Forschergeist und Erfindergeist. Sie haben, ich würde sagen, Forschergeist, Erkundungsgeist. Ja. Sie testen ihre Umwelt. Ja. Wie kleine Kinder, wenn sie mit Objekten spielen, ihre Umwelt testen. Und das hat mich fasziniert. Das habe ich beobachtet bei verschiedenen Zoos und Papageienparks und Haltern und Gesprächen mit Papageienleuten. Und habe dann beschlossen, ich muss das ausprobieren und wollte ein Labor in diesem Bereich aufbauen. Aber du wusstest quasi einfach schon, dass Kakadus mehr können, als ihnen damals zugetraut wurde vielleicht? Oder wusste man das damals schon? Ich habe es vermutet, sagen wir es so. Wissen kann man etwas nie, aber wenn man sieht, wie Tiere mit Objekten interagieren auf so eine intensive Art, dann kann man vermuten, dass es irgendeinen Grund dafür gibt und kann dann auch später mal schauen, was der ökologische Hintergrund dafür ist. Was unterscheidet jetzt Goffin-Kakadus von anderen Kakadus, beziehungsweise von Krähen und Raben bis hin zu Spatzen und Rotkehlchen? Was wirklich speziell an ihnen ist,
Das ist das, was wir jetzt eigentlich entdeckt haben, dass sie Werkzeuge erfinden können. Werkzeugbau war früher eine der definierenden Merkmale unserer Spezies, hat man geglaubt. Man hat gesagt, man, the toolmaker. Und natürlich wurden mehr Tiere gefunden, die dann Werkzeuge gebraucht haben, aber es haben wirklich nur sehr wenige Tiere Werkzeuge selber gebaut. Mhm. Und dieser Bau von Werkzeugen ist bei denen nicht irgendetwas, was ein stereotypisch steifes, angeborenes Verhalten ist. Nein, die können das spezifisch als Lösung für ein bestimmtes Problem erfinden. Sehr spannend. Aber das heißt zum Beispiel, Amseln oder Spatzen können sowas definitiv nicht? Nicht, dass wir wüssten, wir vermuten nicht, nein. Also Werkzeugbau ist, wie gesagt, extrem selten im Tierreich. Und die Tiere, bei denen das nicht angeboren ist, bei denen ist es auch dann eigentlich nur bei Tieren, die relativ große Gehirne haben und sowieso eine relativ hohe Intelligenzleistung haben. Ja, Kakadus sind ziemlich faszinierend. Sie können eben nicht nur Werkzeuge nutzen, sondern sie können auch aus unterschiedlichem Material neue Werkzeuge bauen. Wie Alice auch in einem Test herausgefunden hat, können Kakadus sogar auch aus einem Draht einen Haken zurechtbiegen und benutzen, obwohl sie zuvor noch nie einen Haken gesehen haben oder benutzt haben. Mhm. Das ist noch viel faszinierender, dass sie das können, wenn man weiß, dass Kinder unter 8 Jahren das nicht so gut können oder teilweise gar nicht können. Kinder benutzen auch Werkzeug, so circa ab 2 Jahren, dann können sie zum Beispiel eine Gabel benutzen zum Essen und so, aber sie bauen oder erfinden keine eigenen. Aber die Kakadus können das. Genau, in diesem Versuch wäre dann ein vertikales Plexiglasrohr, in dem ein kleiner Korb mit Henkel steht. Und sie müssen in ein Stück Draht einen Haken reinbiegen, um sich dieses Körbchen da herauszufischen. Und das ist ein Problem, was inzwischen eine Art, man nennt es ein Benchmark-Paradigm, ist, um Werkzeuginnovation bei Kindern zu testen. Okay. Und die haben Probleme in dieser Aufgabe, bis sie 8 sind. Bei uns haben es auch nicht alle Kakadus gelöst, aber doch einige und das ist beachtlich. Warum jetzt eigentlich genau Kakadus das können, aber Kinder unter 8 Jahren nicht? Beziehungsweise eigentlich, was auch für diese Entwicklung ausschlaggebend war, also wie das zustande kommt, das schauen sich Alice und ihre Kolleginnen und Kollegen gerade in einem neuen Projekt genauer an. Kann man da schon irgendwas sagen oder was wollt ihr denn da eigentlich genau wissen? Wir wollen verschiedene Sachen über Werkzeuginnovation wissen. Wann bei Kindern passieren welche Arten von Werkzeuginnovation? Weil es geht ja nicht nur um ein neues Werkzeug zu bauen, sondern es gibt auch eine besondere Form von Werkzeuginnovation, die nennen sich assoziativen Werkzeuggebrauch. Und das ist, dass man zum Beispiel nicht nur ein Werkzeug gebraucht, sondern 2 Gegenstände miteinander oder 2 Gegenstände hintereinander, dass man zum Beispiel ein Werkzeug benutzt, um sich ein Werkzeug zu holen, um damit ein anderes Werkzeug zu holen, um damit eine Belohnung zu holen. Und diese Sachen sind bei Kindern noch schwer erforscht. Und ist es da vielleicht früher oder ist es da auch so spät? Und warum ist es überhaupt so spät bei Kindern? Ja. Wir glauben eben, das sind laufende Versuche, wir glauben, dass es damit zusammenhängt, dass Kinder in dieser Zeit, wo sie noch nicht selber Werkzeuge erfinden, das ist auch die Zeit, wo sie dieses intensive Rollenspiel machen, was jeder kennt, der Kinder hat, wenn er ihnen zuschaut. Und da haben sie auch eine Sache, das nennt man in der Psychologie Over-Imitation. Das heißt, wenn sie sehen, wie jemand etwas vormacht, dann machen sie es ganz exakt nach, auch wenn da quasi unnötige Schritte dabei sind. Ich möchte jetzt natürlich niemanden auf die Füße treten. Jedes Kind ist anders. Es gibt natürlich Kinder, die das schon machen, aber im Regelfall. Ja. Und diese Überimitation ist genau in dieser Zeit. Und ich glaube eben, dass Kinder zwischen 2 und 7 so extrem auf dieses Nachmachen von Erwachsenen, um in dieser komplizierten Welt, in der wir jetzt leben, klarzukommen, fixiert sein müssen, dass sie eine Art Trade-off machen, mit selber Sachen zu erfinden bis zu diesem Alter. Mhm. Also quasi, dass sie einen Grundstock lernen einmal und von dem aus können sie sich dann frei bewegen. Alles, ihr eigenes was mit Ding Werkzeugen machen. Zu tun hat, lernt man erstmal von den Erwachsenen, macht ihnen das nach. Und dann können wir diese Blockade lösen und selber erfinden. 1 Jahr lang haben Alice und ihr Team die Tests mit Kindern bisher gemacht. Seit März geht das natürlich nicht mehr.
Deshalb wird aktuell nur noch mit den Kakadus geforscht. Das ist aber echt problematisch, gerade für die jungen Forscherinnen und Forscher, die mit dem Projekt ihr Doktorat bzw. ihren PhD machen, weil die müssen ja fertig werden. Ja, betrifft natürlich mehrere. Zurück zu den innovativen Kakadus und was wir bisher über sie wissen. Einige von ihnen können also Werkzeuge erfinden, Schlösser knacken und sie können sich sogar teilweise gegenseitig beibringen, wie man Probleme löst. Eine Frage, die wir aber jetzt noch nicht geklärt haben, ist, was die Kakadu-Forschung über die Evolution menschlicher Intelligenz verraten kann. Um der Antwort etwas näher zu kommen, arbeitet ein Team von Alice Labor auf den Heimatinseln der Goffin-Kakadus, den indonesischen Tanimba-Inseln. Und dort haben sie ein Freiluftlabor eingerichtet und untersuchen die Tiere eben in freier Wildbahn. Da wollen sie in erster Linie jetzt mal rausfinden, ob auch die in der Wildnis lebenden Tiere Werkzeuge benutzen können oder ob sie auch wirklich diesen Erfindergeist haben, wie wir das im Labor in Niederösterreich ja gerade gesehen haben. Genau, weil bisher hat man nämlich das Werkzeug benutzen und das Werkzeug erfinden in freier Wildbahn noch nicht beobachten können. Was wir sagen können im Feld zu den Tieren, ist, dass meine Kollegen jetzt schon festgestellt haben, dass die Tiere extrem opportunistisch sind im Feld, sehr viele verschiedene Futterquellen nutzen und diese Futterquellen sehr oft etwas beinhalten, das nennen wir Extractive Foraging, also Futterextraktion. Sie müssen harte Schalen aufmachen, sogar Sachen aus der Erde ausgraben und ähnliches. Ganz unterschiedlich, je nach Saison, welche Früchte gerade reif sind, manchmal auch Feldfrüchte, welche Sachen zur Verfügung stehen. Und für die erfinden sie auch Wege, um diese Sachen zu öffnen. Wenn okay. Sie spielen, dann spielen sie wie kleine Kinder, tun Sachen zusammenstecken, aufeinanderlegen. Das machen unsere Freilandvögel, das machen unsere Volianvögel. Die tun die ganze Zeit Sachen kombinieren, spielerisch. Und mit dieser Voraussetzung können sie aus diesem Futter extrahieren und diesem Opportunismus zu einem Werkzeugerfinder werden. Und ich vermute stark, dass das sehr ähnlich ist bei unseren Vorfahren und bei unseren nächsten Verwandten, die Werkzeugverwender sind. Es gibt werkzeugerfindende Primaten, das sind bisher eigentlich hauptsächlich die großen Menschenaffen, vor allem die Schimpansen und auch ein bisschen die Orang-Utans und auch Kapuzineraffen. Diese Affenarten verwenden Werkzeuge und interessanterweise sind die auch, die das komplexeste kombinatorische Objektspiel haben. Aber wenn man das jetzt bei Primaten auch sieht, dass sie Werkzeuge erfinden, um komplexe Probleme zu lösen, warum untersucht Alice dann das Verhalten von Kakadus, um etwas über die Entwicklung menschlichen Denkens herauszufinden? Ich meine, Affen und Menschen sind ja viel näher miteinander verwandt als Menschen und Vögel. Wenn man wirklich verstehen muss, wie komplexe Gedankenvorgänge in Tieren entstehen, dann muss man sie sich nicht nur in einer Spezies anschauen, sondern in mehreren Spezies, die weit entfernt miteinander verwandt sind. Dann kann man schauen, was ist der gemeinsame Selektionsdruck, was sind die gemeinsamen Voraussetzungen genau. Und so weiter. Okay, wow, aber der letzte gemeinsame Vorfahre von dem Kakadu und mir ist 300 Millionen Jahre her. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen, diese Zeit. Aber wenn man jetzt das bei den Kakadus beobachtet, dann findet man was raus über die Anfänge des Werkzeugbaus bei unserer Spezies, bei den Menschen. Es ist schon schräg, sich das irgendwie... Es ist schräg. Alice versucht hier da irgendwie jetzt auch in einem neuen Projekt, das vom FFF gefördert wird, so eine Art Formel herauszufinden. Eben genau, was sind die Gemeinsamkeiten, die dazu führen, dass manche Tiere und eben wir Menschen vor langer Zeit zu Werkzeugbauern geworden sind. Mhm. Wie sich auch das Denken irgendwie entwickelt hat. Diese Kreativität gibt, was Neues zu schaffen oder sich was zu überlegen, wie man eben zum Beispiel an die Nuss herankommt, oder? Ja. Ja, sehr, sehr spannend ist es mit den Kakadus. Und ich finde, man hat auch gemerkt, also wie Alice mit den Tieren umgeht, aber auch wie sie von den Versuchen berichtet und von dem, was sie können. Ich finde, man merkt, das treibt sie total an und sie will das wissen. Also es ist so,
Das ist so schon ihr Lebensinhalt, oder? Definitiv, ja. Und diese Faszination und auch die Liebe für Tiere generell hat ja bei Alice schon sehr früh begonnen, sich bemerkbar zu machen. Ich habe immer gerne Tiere beobachtet und wir haben sehr viele Tiere auch haben dürfen zum Beobachten. Also wir haben sehr viele Gänse und Enten geprägt und aufgezogen als Kinder. Das haben meine Eltern sehr viel toleriert, würde ich sagen. Und dadurch kam dann dieses Interesse ein bisschen für die, als Kinder die einfacheren Bücher natürlich, aber die Literatur von Konrad Lorenz und Jane Goodall und so weiter. Und zufällig waren meine Eltern befreundet mit mehreren Sevisenern, unter anderem auch den Irenaeus Abel Eibesfeld. Ganz kurz für diejenigen, die ihn nicht kennen, Irenaeus Abel Eibesfeld war ein österreichischer Verhaltensforscher, der sowohl das Verhalten von verschiedenen Ureinwohnerinnen und Einwohnern beobachtet hat, als auch das Verhalten von Meerechsen und anderen Tieren auf den Galapagosinseln. Und der hat sich dann immer wieder mit uns auseinandergesetzt und unser Interesse noch mehr angefeuert. Ja. Symptomatisch dafür ist, dass meine Schwester jetzt etwas sehr Ähnliches macht wie ich. Wirklich? Was macht sie denn? Sie macht auch Papageienkognition im Loro-Park in Teneriffa. Beide in der Papageienforschung. Ja, er hat uns dann auch, als wir Teenager waren, dann mit auf die Galapagosinseln genommen und er hat ja dort viele Phänomene entdeckt, er hat eigene Spezies dort entdeckt und hat also dazu beigetragen, diese Forschungsstation dort, dass die gebaut wird auf Santa Cruz und so weiter und so fort. Das war natürlich sehr prägnant für uns und ja, also würde ich sagen, hatten wir natürlich ein bisschen eine, wie soll man das nennen, eine Bambi-Erziehung. Aber kannst du dich noch erinnern an das, was du damals gelernt hast? Also ist es dir auch heute noch in den Ohren, was er euch damals beigebracht hat? Ich habe selber noch kleine Mitschriften, die ich gemacht habe, als Kind und als Teenager, von den Gesprächen und von der Reise, die wir mit ihm gemacht haben. Und das ist natürlich immer wieder amüsant, sich das dann anzuschauen. Aber das heißt, das hat damals schon ein bisschen den Grundstein gelegt für dich als auch für deine Schwester, dass ihr sagt, ihr wollt auch mal, wenn ihr groß seid, mit Tieren forschen. Ich glaube, bei Biologen ist es sehr oft, dass du ein grundlegendes Interesse haben musst. Und das ist ja auch notwendig dadurch, dass es kein Studium, was man einfach so macht. Die ganze wissenschaftliche Karriere ist ja, wie ihr wisst, auch nicht etwas, was man macht, um das große wirtschaftlichen Erfolg zu machen, sondern weil man ein grundlegendes Interesse haben muss in etwas. Das ging ja dann auch so weit, dass du dann auch schon, nachdem du den PhD, also das Doktorat, fertig gemacht hast, direkt dich selbstständig gemacht hast und ein eigenes Labor aufgebaut hast. Also das war ja auch wirklich dich gleich hineingeworfen ins Geschehen und gleich aufs Ganze gegangen bist. Ja, das war... Ich wollte hier in Österreich bleiben und hier meinen Fuß fassen und ich hatte eine gute Idee. Aber ich habe nicht damit gerechnet, wie schwer es ist, diese Idee zu verkaufen, wenn du selber ein junger Wissenschaftler bist. Es ist schon so, dass bevor man sich wirklich etabliert hat, dass man noch nicht das Vertrauen bekommen kann. Wenn man Forschungsanträge schickt, dann sind natürlich mehr Zweifel da, als wenn sie schon wissen, okay, der hat schon die und die und die Erfahrung. Ja, genau. Das ist ja auch wichtig, dass man da kritisch ist als Reviewer. Und es war halt für mich als junger Wissenschaftler direkt aus dem PhD mit diesem Labor und diesem, das ich schon angefangen habe aufzubauen, erstmal mit 6 und dann mit 8 Vögeln. Es war schwierig für mich, dass halt, ich habe schon gesehen, dass die Vögel wirklich besonders sind und dass es toll läuft und sie was können. Aber ich hatte noch nicht sehr viele Sachen davon veröffentlichen können. Und es sind die ersten, ich musste für den ersten Antrag 3-mal anlaufen. Irgendwann klappte es. Man muss es halt, wenn man weiß, das ist eine Sache, die eine Hand und Fuß hat, dann sollte man nicht aufgeben. Und das hat dann im Endeffekt dann auch funktioniert. Mhm. Aber jetzt nochmal kurz zurück zur Jugend und Abel Eibesfeld und so. Sie hatte da aber schon einen riesigen Startvorteil, dass sie damit auf Forschungsreisen durfte als Jugendliche und offensichtlich schon aus einem sehr gebildeten Haushalt kommt, der auch noch gut vernetzt ist, oder? Ja, aber man muss schon auch sagen, dass sie ja das Labor wirklich auf eigene Faust und aus eigener Überzeugung vor allem auch aufgebaut hat und das ohne Uni oder ohne eine Forschungseinrichtung im Hintergrund. Mhm. Also da gehört schon auch wieder einiges dazu. Ja, aber man traut sich sowas wahrscheinlich halt auch nur,
wenn man einen sicheren Background hat und von der Familie zum Beispiel erstens mal verstanden, weil das kommt ja auch nochmal dazu, und zweitens dann auch unterstützt wird. Ja. Ich würde sagen, die Voraussetzungen sind Unterstützung von der Familie, unterstützende Familien. Ich denke, dass wissenschaftliches Interesse in der Familie auch eine Rolle spielt. Aber ich habe schon viele Studenten, die es wirklich selber geschafft haben. Ja. Und das finde ich toll. Das ist super. Ja. Dieses Interesse ist wirklich, wenn es da ist, schon, da muss man sagen, manchmal echt schwer zu bremsen. Wie bei den Kakadus. Wie bei den Kakadus, ja. Die immer wieder was neu erfinden müssen, neu basteln müssen. Richtig. damit sind wir jetzt aber schon am Ende angekommen. Nein, warte, Moment. Irgendwas haben wir vergessen, oder? Was? Ach so, stimmt. Haben wir das Ei-Experiment gemacht? Nein! Das war's. Jetzt aber natürlich, oh mein Gott. Man könnte auch sagen, wir haben uns das Beste zum Schluss aufgehoben. Ja, genau. Die fleißigen Versuch- und Irrtum-Hörerinnen und Hörer kennen sich schon aus. Wir haben mit allen Forscherinnen und Forschern in unserem Podcast ein Experiment gemacht. Sie haben bekommen Papier, Karton, Tixo, Faden, Schere und natürlich ein Ei. Ein hartgekochtes. Und sie hatten alle 2 Minuten Zeit, mit diesen Materialien irgendwas zu bauen, damit das Ei einen Sturz aus 2 Meter Höhe unbeschadet übersteht. Und, muss ich jetzt schon noch dazu sagen, Alice hat uns beide, und wir haben schon viel gesehen im Punkt Ei-Experiment, das stimmt, definitiv überrascht. Auf die Plätze, fertig, los. Dann schauen wir mal, wie viel Schnur wir hier zur Verfügung haben. Und da messe ich 1,80 Meter. Mhm. Ich glaube, ich muss irgendwie dieses Ei mit der Schnur Also die Idee wäre eigentlich, dass diese Schnur das Ei in der Luft aufhält. Aber ich glaube, ich brauche mehr als 2 Minuten. Nein, nix da. Mehr als 2 Minuten hat sie natürlich nicht bekommen. Aber eben, sie hat die Schnur einfach genommen, abgemessen, die 1,80 Meter. Also dann zufällig 1,80 Meter lang. Ja, genau. Das wussten wir nämlich gar nicht. Und das Ende der Schnur rund ums Ei gewickelt und mit Dixo so fest wie möglich angeklebt. Ja, und dann hat sich nur mal die Frage gestellt, hält der Dixo mit der Schnur auf dem Ei? Und? Zack. Ja, zack. Man hat nichts gehört, ne? Es war danach leise. Es hat also gehalten. Aber Moment. War das jetzt eigentlich regelkonform? Also theoretisch und praktisch ist das Ei ja keine 2 Meter gefallen, sondern eben nur 1,80 Meter. Ei-Bungee-Jumping, also quasi. Genau, so hat das ungefähr ausgeschaut. Ich würde aber sagen, wir haben ja nicht gesagt 2 Meter fallen, sondern nur gesagt fallen lassen aus 2 Meter Höhe, oder? Sollen wir es nochmal anhören? Schauen wir es nochmal an. Was auch immer dir einfällt, im Endeffekt wollen wir das Ei aus 2 Meter Höhe fallen lassen auf den Boden und es soll nicht kaputt gehen dabei. Ja, stimmt, wir haben gesagt, aus 2 Meter Höhe fallen lassen, aber ich habe auch gesagt, auf den Boden. Jetzt könnte man natürlich sehr spitzfindig sein. Nein, aber du hast recht, oder? Ich würde sagen, das passt. Wir haben es aus 2 Meter Höhe fallen gelassen. Ja, es wurde aufgefangen von der Schnur. Absolut, dann war sie tatsächlich die Erste, die das Ei absolut unversehrt gelassen hat. Ja. Ja, dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende, oder? Ja. Am Ende, jetzt Ende. Haben wir nichts mehr vergessen. Alles erledigt. Das Ende von der Folge und das Ende von der Staffel. Ja, ich muss sagen, es war schon ein wilder Ritt durch wirklich verschiedenste Fachgebiete, Lebensläufe, Lebensgeschichten auch. Spannend. Absolut, es ist nicht langweilig gewesen. Na. Wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht zuzuhören. Wenn ihr Folgen noch nicht angehört habt, könnt ihr das natürlich nach wie vor tun. Und wenn es euch sehr gut gefallen hat, dann bitte auch den Podcast weiterempfehlen an eure Freunde und Verwandten.
Und ja, wir hoffen, wir hören uns bald mal wieder. Genau. Bis dahin, mein Name ist Ruth Hutsteiner. Meine ist Irmi Wutsche. Und wir sagen Ciao. Salut. Baba. Versuch und Irrtum. Der Ö1 Original Podcast von Ruth Hutsteiner und Irmi Wutscher. Eine Kooperation mit dem Wissenschaftsfonds FWF, Österreichs Förderungsorganisation für Grundlagenforschung. Ö1 Podcast.